Ja, liebe Freunde von Avia TV, wir sind fast am Feldberg, Lenzkirch. Auf Deutsch hätte man gesagt, das ist fast am Arsch der Welt. Verstehst du das, Roman? Ja, das verstehst du. Also, wir sind verabredet mit Roman Kordelka, weil wir der Auffassung sind, wir sind nicht nur für die Deutschen, die Österreicher da, wir wollen die Palette ein bisschen auch farbiger gestalten und sind also mit Roman verabredet. Das ist eigentlich ein Dauerbrenner im Weltcup. Roman, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, dass du Juniorenweltmeister gewesen bist. Ja, es ist schon lange Zeit, aber es war zum jetzt war viel Arbeit und jetzt ist nicht so optimal Form, aber ich hoffe, ist wieder zurück und auch diese große Medaille, nicht nur Juniorenweltmeister, aber auch normales Medaille, zum Beispiel in Seefeld. Ja. Du hast 5 Weltcups gewonnen. Der letzte Sieg, das war in Wismar, liegt auch schon 2 Jahre zurück. Mhm. Ja. Also es wird eigentlich Zeit. So, du bist verheiratet, hast einen Sohn, der ist knapp 2 Jahre, oder? Ja, 1,5 Jahre ist ja, schon. Ja, wohnst in Lomnitze und Richard Schallert sagt, der Roman, das ist mein Juwel. Also er sagt, ich habe selten einen Athleten trainiert, der es mir eigentlich so leicht gemacht hat. Aber Vertrauen ist eine gegenseitige Geschichte. Das heißt, er hat Vertrauen zu dir und du hast das Vertrauen auch zu ihm? Ja, sicher. Das muss, wenn hast du Trainer, das muss 100% vertrauen. Und wir sind zum Beispiel hier im Sommer dieses Jahr viel Arbeit zusammen mit Richie und ich war viermal in Innsbruck und Seefeld springen und alles, was Richie sprechen, das ich 100% will probieren und ich mache so. Wenn Richie ist immer Richard Schallert gemeint, wenn er jetzt sagt, Roman, du musst das und das machen und du sagst, ich weiß nicht so richtig, ob das gut ist für mich, redet ihr dann drüber oder sagst du, okay, Trainer, das mache ich? Na, muss Kommunikation immer, das ist sehr wichtig, wenn Richie hat eine Idee und ich habe Gefühl, das ist nicht gute Idee, dann ich gehe und spreche, immer ich spreche und das ist für mich gute Reise, nicht mit hart muss diese oder so, aber ich bin gemacht 100% und Richie auch und dann wir müssen zusammen so Kommunikation. Nun ist das im Moment in der tschechischen Mannschaft nicht ganz so einfach, weil die jungen Springer, ich sag das mal so, stagnieren eigentlich. Ja, mit Junge ist ein bisschen jetzt eine schwere Situation. Wir brauchen Quote für Weltcup und ist ein bisschen Stress bei uns. Aber ich hoffe, wir sind sehr gut gemacht im Sommer und auch Junge. Für zum Beispiel Test, wer hat es, dann geht immer oben und das ist positiv. Jetzt muss nur ruhig bleiben und ich hoffe, auch Winter ist nur jetzt beginnen, dann ist noch viel Zeit zum Olympischen Spiel. Du bist natürlich jetzt der Chefpilot. Alle schauen auf dich. Jakub Janda ist Politiker geworden, war auch nicht mehr so stark. Lava auch nicht mehr. Also Roman Kordelka, wenn er es nicht bringt, dann funktioniert nichts in der tschechischen Mannschaft. Das ist ein Rucksack, das ist schwer, ne? Ja, sehr schwer. Ist nicht so leicht für mich, aber das ist so, das ist Sport und ich bin schon, ich weiß nicht, 12 Jahre in Weltcup und dann ich muss mit dieser Situation auch gut sein und das ist Realität in dieser Zeit. Welches sind denn deine individuellen Stärken? Also der Wolfgang Gleutzel hat mir mal gesagt, der Roman, der ist wie ich, der springt wie ein Pferd, der hat zu viel Kraft. Das ist deine Stärke? Ja, das ist sicher meine Stärke, aber wenn es nur viel Kraft und keine lockere Sprünge, dann ist sehr anderer Effekt. Das ist bei mir ein bisschen ein Problem, wenn ich will zu viel, dann ist Effekt viel zurück und Sprünge sind dann sehr kurz. Aber wenn ist alles gut und ist lockere Sprünge und mit meiner Kraft, dann fliegt ich sehr gut. Roman, die Weltspitze ist, glaube ich, noch dichter geworden, noch enger. Also es sind fast 15 Springer, da sind ein paar wenige Punkte dazwischen. Ja, diese ist auch für Zuschauer sehr, sehr gut, aber
ich will auch bis Top 10 springen und dann auch auch bis diese Platz. Aber jetzt im Moment ist es ein bisschen schwer. Ich habe keine Punkte noch, aber wir müssen immer gut arbeiten. Dann bin ich sicher, ist auch Result gut. Was erwartest du von dir in dieser Saison? Was erwartest du von der tschechischen Mannschaft? Was erwartest du von Olympia? Ja, diese ist schwer. Ich jetzt warte nicht. Ich will jetzt nur gute springen und dann ist alles in Ordnung. Aber zum Beispiel im Sommer, eine Woche vor Weltcup in Wisla, ich war in super Form und dann in Wisla geht alles unten und alles war schlecht. Das war für mich sehr, sehr hart. Und zum Beispiel nächste Woche oder eine Woche zurück, ich bin springen in Ramsau und wieder sehr gut und hier wieder schlecht. Das ist alles ist im Kopf. Springen sind, bin ich sicher, 80%, 90% ist im Kopf und ich muss jetzt immer ruhig bleiben und mehr Vertrauen in meine Springen. Roman, das ist ja auch so schwer, einem Außenstehenden zu erklären, wie Skispringen geht, wenn man selbst manchmal keine Antwort hat. Ja, das ist kompliziert. Ja, das ist sehr kompliziert. Ja, das ist Skispringen. Ja, das sind Skispringen. Aber dann ist zum Beispiel, ich war auch Situationen, wenn ich bin nicht springen gut und dann ich war Zweiter oder Dritter. Das ist, das ist sehr interessant und ist sehr schön, dieser Sport. Ja. Roman, du musst an dich glauben und wenn das funktioniert, dann bist du auch wieder auf dem Podest. Okay? Sicher. Versprochen. Ja. Das wird kommen. Okay. Das wird kommen. Okay. Ja, danke dir. Okay, danke auch.